Hallo Leute, also heute habe ich wieder ein neues Video für euch. Wenn ihr diesen Look nachmachen wollt, dann bleibt einfach dran. Vergisst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dem Video einen Daumen hoch zu geben. Folgt mir auf Instagram leonardus.mami und ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. So, fangen wir an. Als erstes benutze ich hier mein Fit Me Foundation und ich habe sie in 220. Ich bin ja etwas dünkler und deswegen, ja, ich trage sie so meistens auch, dass ich sie auf meine Hände drauf tue. Es ist nicht mehr viel drinnen. Ich habe sie echt schon lange. Das ist übrigens mein Liebling. Manche sagen, es ist nicht so gut, aber für meine Haut ist es passend. Also ihr müsst selber euren Make-up finden. Da kann man nicht auf irgendwen anderen hören, weil es gibt auch wirklich professionelle Make-up-Artisten, die mir, wie heißt es noch, Foundation empfohlen haben, aber es war nicht für meine Haut geeignet. Die waren zu trocken oder es bröckelt so und waren nicht so gut zu vermischen. Das müsst ihr wirklich selber herausfinden. Aber für mich hat der Fit Me sehr gut gepasst und ihr könnt sie gerne ausprobieren. Sie sind auch nicht so teuer und für jeden Tag wirklich gut geeignet. Und das nächste ist, ich werde jetzt mein Make-up vermischen, denn sonst schaue ich aus wie ein Monster. Ich mache immer so Punkte. Ich mag das nicht mit dem Pinsel. Irgendwie finde ich, schaut es noch schlimmer aus. Mit den Händen das alles verwischen ist viel, viel besser. Ich verwische das jetzt. Tolle Musik, oder? Wie vom Krieg. Denkt euch nichts, warum ich ganz direkt runter schaue. Also mein Spiegel ist unten. Und dann mache ich so. Und dann so. Schaut mal. Und dann tue ich nochmal korrigieren. Ich tue mal meine Haare nach hinten, die nerven so. Tue ich nochmal korrigieren, wo noch wenig Make-up oben ist oder wo ich noch rote Stellen habe, was nicht abgedeckt wurde. Mache das eigentlich ganz schnell und dann wische ich das wieder weg. Das ist eigentlich der allerwichtigste Schritt, weil wenn du den halt nicht richtig machst, kann es sein, dass du manche Stellen nicht abgedeckt hast und er schaut aus, als hättest du eine Maske oben. Hier unten wirklich gut verblenden. Lasst euch da richtig Zeit. Als nächstes benutze ich hier einmal mein Gel-Liner von Manhattan. Könnt ihr es gut sehen? Genau. Das schaut dann drinnen so aus. Das ist wirklich ein Gel für die Augenbrauen. Man kann es anscheinend auch für Eyeliner, aber braun ist ja nicht so meine Farbe. Ich finde, Gel tragt sich sehr gut auf für die Augenbrauen und ist wirklich gleichmäßig. Vor allem seht ihr, bei mir gibt es wirklich so Stellen, wo ich keine Augenbrauen habe. Und ich finde, die Augenbrauen sind die wichtigsten, weil wenn du zum Beispiel so rausgehst, guckt mal, ist schon wirklich ein Unterschied. Das müsst ihr wirklich gut machen. Zum Beispiel hier würde ich euch empfehlen, es dunkler zu machen. Ab hier vorne müsst ihr es hell lassen. Versteht ihr, was ich meine? Ich werde euch das jetzt zeigen, was ich genau meine. Das könnt ihr einfach ganz schön mit den Händen verwischen. Seht ihr? Ihr tupft nur rein, wenn ihr hier hinten es dunkler haben wollt. Denn da genau hier, ich weiß, dass es bei den meisten so ist, dass man hier weniger Augenbrauen hat. Und ab hier tut ihr einfach nur wischen. Ganz leicht wischen. Weil hier muss es heller sein, sonst schaut ihr aus wie so wie ein Nike-Zeichen. So, seht ihr? So ist der Unterschied.
Hallo. Dann genauso auf die andere Seite, ab hier richtig dunkel machen. Dass man ja nicht sieht, dass man da keine Augenbrauen hat. Oder so. Seht ihr? Ich arbeite von hinten nach vorne, weil wenn du von vorne anfängst, dann hast du noch viel Farbe oben auf die Pinsel. Augenbrauen ist echt eine Sache, wo man wirklich schauen muss, dass das alles schön passt. So, wenn ihr wenig Farbe habt, so wie jetzt, nutze ich das und arbeite mich nach vorne. Dann schaut das circa so aus, keine Sorge, wir werden das noch alles schön machen. Ich werde jetzt als nächstes meine Augenringe verdecken. Ich benutze den hier von Trend It Up, das heißt Camouflage Concealer. Der ist wirklich super, also ich zeige euch jetzt, was für einen Effekt der hat. Guckt mal jetzt, oh mein Gott, neuer Mensch. Neuer Mensch. Concealen ist auch so wichtig. Es ist eigentlich alles wichtig. Ich zeige euch jetzt hier unten, bin ich immer extrem rot. Ich tue da auch immer was drauf. Da kann man nie genug davon haben. Yes. Yes. Okay. Dann schaue ich so circa aus wie ein Monster. Und ich fange an mit meinem Ringfinger das alles schön zu verblenden. Dann habe ich so eine Krüppelhand vor mir. Mega komisch. Einfach schön verblenden. Und hier hinten finde ich es auch wichtig, dass ihr hier hinten wirklich bis nach oben alles schön verblenden. Concealer ist auch so wichtig, denn das macht euch wirklich schön. Also, der schaut ja aus, als wäre sie gerade von 100 Jahren Schlaf auferwacht. Dabei habe ich kaum Schlaf. Dann schaut das circa so aus. So schaut das Ergebnis aus. Guckt mal. Hier müsst ihr es auch machen, denn hier bin ich zum Beispiel meistens rot. Ich glaube, das ist bei ganz vielen so, dass sie hier rot sind. Deswegen, überall wo ihr rote Stellen habt, würde ich euch diesen Concealer wirklich ans Herz legen. Ich arbeite zwar nicht mit denen zusammen, aber wie gesagt, ich empfehle euch nur wirklich Sachen, die gut sind. Holy Grail! Was sollen wir als nächstes machen? Ich mache es immer so. Ich nutze dann meinen Hoola Bronzer. Der ist etwas teurer, das sage ich euch jetzt schon. Aber die habe ich wirklich schon, ich weiß nicht, sicher schon ein Jahr bei mir. Wenn nicht länger. Ich sage euch wirklich, investiert ein bisschen mehr für eure Kosmetik. Dafür sind sie gut und sie halten lange. Ihr müsst nicht jeden zweiten Tag zum Drogeriemarkt oder sonst was hinrennen, um euch ein neues Make-up zu holen. Die sind wirklich der Hammer. Hoola Bronzer, eine riesen Empfehlung von mir. Ich trage das immer mit diesem Teil auf, weiß nicht, wie man das nennt, Bürste. Und das ist eine Bürste, kein Pinsel. Und ich trage das hier, wenn ich es so mache, trage ich es immer hier, genau unter die Wangenknochen. Und hier auch. Seht ihr, ich habe nur einmal reingetupft und guckt mal. Oh mein Gott, dieses Ergebnis ist einfach der Hammer. Ich benutze wirklich nur den Hoola Bronzer. Und hier nutze ich es auch für meine Nase. Ihr seht ja, ich habe eine stumpfe Nase. Ich nutze das so, so, damit es hier seitlich so ausschaut, als hätte ich konturiert. Und hier auch. Hello. Und dann
Ich werde jetzt meinen Blush auftragen und das ist mein eigenes Produkt, was ich euch, also was ich verkaufe. Und zwar ist es einmal hier die Bronzing Pearl, werde ich jetzt schön auftragen. Ihr seht dann gleich das Effekt von dem. Ihr tupft da einmal rein. Das ist auch eine riesen Empfehlung von mir. Schaut aus, wie als würdet ihr vom Urlaub kommen. Ihr tupft es genau hier bei den Wangenknochen auf. Schaut das eh nicht aus, dass ich Nebel in meinem Video habe? Sieht das aus? Ich weiß es nicht. Dann lass ich es, okay? Ja. Dann tupfe ich das so rauf, circa so. Und auf der anderen Seite auch. Schaut mal, Mädels. Hier mache ich es auch und auf meiner Stirn. Auch sehr wichtig. Übrigens ist Junior nicht da, er ist bei meinen Eltern, denn ich und Alex haben uns gestern einen schönen Abend gemacht. Wir waren Kutsche fahren und wie ich nach Hause gekommen bin, hat er mir schon Blumen da, Rosen hingelegt gehabt. Und dann haben wir noch schön Steak gegessen. Ich liebe Steak. Seht ihr? Es ist wirklich eine riesen Empfehlung von mir. Wie gesagt, ich empfehle euch wirklich nur Sachen, die ich selber benutze. Auch wenn ich mit denen nicht zusammenarbeite. Ihr habt gesehen, die sind wirklich gut. Goldwertig. Ich werde jetzt spontan aussuchen, welchen Eyeshadow ich nutze. Und zwar werde ich hier von Naked Tree. Die habe ich auch schon 1000 Jahre. Ich sag euch, die sind auch der Wahnsinn. Ich nutze immer nur den, fast immer nur den. Und ich nehme hier einfach diese Farbe. Es heißt Thick. Und zwar ist es das hier. Ich wollte euch noch sagen, ich wollte schon immer mit YouTube anfangen, nur habe ich mich früher echt nicht getraut. Ich wollte das hier alles immer schon machen, euch zeigen, wie man sich schminkt und einfach mit euch reden. Ich bin einfach froh, dass ich das durchgezogen habe. Es macht mir riesen Spaß. Ich war noch nicht so zufrieden mit dem, was ich mache, seit ich mit dem Bloggen angefangen habe und mit YouTube. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Vielleicht kann man es eh erkennen. Das trage ich hier einmal auf. Ich mag es nicht kompliziert, also wenn ich rausgehe und im Alltag bin, dann mag ich es nicht kompliziert. Eigentlich schminke ich mich noch weniger. Dann trage ich das einmal so auf. Seht ihr? Seht ihr? Das hier ist die Farbe Hair. So. Dann schaut das circa so aus. Dann werde ich als nächstes meinen Concealer nochmal benutzen, aber für was ganz anderes. Das seht ihr eh schon. Ist nicht mehr viel oben. Ist schon echt wenig Produkt da. Aber ich habe den echt viel benutzt. Ich tupfe nur so rein und dann seht ihr, es ist ein bisschen Produkt oben. Aber es macht so viel aus. Ich zeige es euch jetzt. Denn so könnt ihr alles nochmal schöner machen und sauberer. Seht ihr? Schau langsam wieder menschlich aus. So. Wenn das Produkt oben ist, dann schaut das so aus. Dann blende ich das nochmal mit meinem Ringfinger, damit das wirklich schön verteilt ist. Und so schaut das aus. Ich bin aber noch nicht fertig. Und zwar benutze ich hier den Mascara von Benefit,
anscheinend der Beste, hat mir zumindest ein Make-up-Artist gesagt. Das ist The Real, heißt das. The Real heißt das. Das ist wirklich super, weil, wisst ihr, ich muss nur einfach so drüber fahren und dann habe ich einfach meine Wimpern. Mach das so. Ihr müsst wirklich auch ganz unten anfangen und drauf arbeiten. Ich habe jetzt meine Wimpern fertig getuscht und ich werde hier jetzt mein Cat Eye machen, sagt man das so? Ich weiß nicht. Mir fällt das Wort nicht ein, das schaut so aus. Es ist von Catrice, der ist auch mega. Und ich werde das jetzt einfach auftragen, ich zeige euch wie. Und zwar, ihr fangt hier vorne an, nur mit der Spitze, meine Lieben, nur mit der Spitze. Hier einfach mit der Spitze. So. Und dann hier runter arbeiten, nur mit der Spitze, nicht mit dem Ende. Spitze, Spitze. Als nächstes macht ihr das so. Hier macht ihr dann eure Linie. So, seht ihr? Ihr macht eure Augen zu, so wie ich, weil sonst wird das nichts. So. Mit der Spitze arbeiten runter. Dann schaut das so aus. Und drüber. Die meisten fragen mich, wie ich das schaffe, jedes Mal so einen schönen Strich zu machen. Ich sage euch, das hat Übungen gebraucht. Ich sah früher aus wie so ein Monster, als ich das angefangen habe. Ich habe mich ja geschminkt, also mit 16 habe ich angefangen. Und hier rüber, wieder mit der Spitze nur. Ihr müsst immer so schauen, denn dann könnt ihr wirklich das Produkt sehen, wo es ankommt, weil er schaut wieder anders aus, wenn du so machst. Wirklich mit der Spitze arbeiten. Spitze, 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 Spitze. Spitze, seht ihr? Alles mit der Spitze nur. Nicht das Ganze so durchziehen, sonst habt ihr einen fetten Strich da. Dann mache ich hier wieder meinen Strich und fertig. Hier müsst ihr es immer dünn halten vorne, denn dann schaut es so aus, als hättet ihr so Cat-Eye-Augen. Sehr wichtig. Hier mein Highbrow vom Benefit, das trage ich nämlich. Hier auf, im inneren Lid oder keine Ahnung, wie man sowas nennt. Einfach rein damit. Dann schauen eure Augen aus, wie als wärt ihr gerade vom Winterschlaf auferwacht. So, ich tue das mal alles weg hier. Seht ihr schon? Das ist mein Make-up eigentlich, wenn ich mal ein bisschen schöner aufschauen möchte. Und wir werden jetzt zusammen mein Power Lips öffnen von Maven. Das ist Maven. Guckt euch die Farbe an. Liebe es, liebe einfach diese ganzen Power Lips. Die sind der Wahnsinn. Übrigens, die könnt ihr auch bei mir bestellen. Die halten wirklich den ganzen Tag. Ich werde es euch jetzt zeigen. Als erstes werden wir jetzt meine Lippen konturieren. Seht ihr? Und hier unten dasselbe. Schön auftragen.
liebe es. Hier fehlt noch ein bisschen diese Stelle. Ich werde jetzt noch ein Taschentuch nehmen, da müsst ihr einmal reinbeißen, damit das wirklich den ganzen Tag hält. Und hier nehmt ihr dieses Taschentuch. Und seht ihr, ist noch Produkt oben. Wir lassen es jetzt ein bisschen trocknen. Und dabei werde ich noch meine Haare kämmen. Wir sind eigentlich schon fertig. Ich habe irgendwie zu brav aus. Ich muss irgendwie meine Haare so. Okay. Ich brauche noch schnell ein Bild. Ich zeige euch jetzt, wie die halten. Guckt mal. Ich habe jetzt drauf geküsst und da ist kein Produkt oben. Diese Lippenstifte sind wirklich mein Holy Grail. Ich benutze keine anderen Lippenstifte mehr als hier meine Power Lips. Ich habe mehrere davon. Ich glaube, wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habe ich eh nur mehr diesen Lippenstift zu berichten, denn das ist wirklich mein Schatz für immer, für jeden Tag, einfach der Hammer. Also ich wurde sogar gefragt, ob ich meine Lippen aufgespritzt habe, dabei sind das einfach nur die Power Lips.